Hallo, Leute, ist wieder der Xi. Und der Simon. Und der Summe. Und es geht mit I Wanna Be The Boshi. In der letzten Folge sind wir bei Solgrin um eine Biegung mehr durch den Tunnel durchgekommen. Das reicht noch nicht, um komplett durchzukommen, aber zumindest weiß ich jetzt, was ich tun muss, um durchzukommen. Und das ist ja auch schon mal ein gewisser Fortschritt. Auf jeden Fall. Ich denke mal, mit ein bisschen mehr Übung schaffst du den Tunnel vielleicht dann sogar in dieser Folge noch. Das wäre schön, wäre schön. Wäre äußerst wünschenswert, ja. Wir waren beim letzten Mal noch bei Fangames. Könnt ihr ruhig weiterführen. So, ja. Ich habe schon wieder völlig vergessen, was in der letzten Folge. Ich habe vergessen, was wir gestern gesagt haben. Genau, was haben wir denn gestern besprochen? Also gestern vor 10 Minuten oder so. Wow, das war gerade fies. Was ist passiert? Ich wollte den Projektilen ausweichen, die Solgrin aufgrund meiner eigenen Dummheit nach mir geschossen hatte. Bin gesprungen und dann ist so eine Elektrokugel direkt hinter mir losgegangen, unter mir durch und gerade in der Geschwindigkeit, dass ich in die Donnerkugel reinfallen musste. Ja, deswegen muss man sowas versuchen, bei diesen vier Teilen vorauszusehen und genau deswegen sage ich, das ist eine Nervattacke. Okay, wenn du das sagst. Du musst die ganzen Teile im Blick haben und erkennen, welche wann ungefähr losfliegen. Ja gut, ich sag's mal so, würde ich mir nicht selber jedes Mal wieder so ins Knie schießen, ins Bein schießen, indem ich Solgrin vorher Schaden zufüge, den er dann wieder auf mich zurückwirft, dann wäre das Ganze ja gar nicht so dramatisch. Es sind nur diese anfänglichen Projektile seitens Solgrin, die mich dann immer dazu bringen, vor der Plattform runter zu springen und... Ja. Vielleicht solltest du nicht so viele nicht so viel Schaden versuchen zu machen. So, du musst ja nicht komplett durchgängig schießen, kannst ja, bevor das Schild kommt, aufhören. Gerade ist wieder mal was sehr Eigenartiges passiert, was wir aber schon mal hatten. Ach ja, was denn? Die Sache mit diesen Steinen fing an. Ja. Und ich konnte nicht mehr anständig springen. Ich kam nicht mal mehr mit dem Einzelsprung sonderlich hoch. Okay. Das hat mich richtig nach unten gedrückt. Okay. Also, oh, ist ein Fehler, der Xi-only ist. Mal wieder. Das, weißt du, du bist echt der Fehlerfinder schlechthin. Irgendwie schon, ne? Ich glaube, wenn du ein Spiel in die Hand nimmst, dann werden alle versteckten Fehlercodes aktiviert. Jetzt stell dir mal vor, ich würde als Spieletester arbeiten. Das wäre ideal, das solltest du unbedingt machen. Solltest dich mal bewerben als Spieletester. Begründung, bei mir funktionieren alle Spiele nie so, wie sie sollen. Wirst du denn schildern, dann denken die sich erst, der macht doch Witze. Geben dir irgendwie so ein Spiel, wo sie meinen, da gab es niemals Fehler. Du spielst das. Ja, ich habe 25 Fehler gefunden. Was? Ich habe alles auf Video. Gucken die das an? Fuck. Ja, okay. Ich glaube, bei mir würden sich die Debugger die Haare raufen. Okay, sie werden eingestellt, kriegen erstmal vierfaches Gehalt für gute Leistung. Na, das hat doch was, würde ich nicht nein dazu sagen. Ja, ich auch nicht. Wobei ich doch viel lieber als Spieleentwickler arbeite, oder? Wobei Spieletester auch ziemlich geil wären. Naja, man muss als Spieletester auch viele Spiele testen, die einen gar nicht interessieren, ne? Das ist mir egal, ich würde so ziemlich jedes Spiel testen. Ob ich dafür Geld bekomme? Naja, jedem das seine. Naja, vielleicht kriegst du ja dann irgendwann mal sowas wie Teletubbies im Regenbogen Wunderland. Ja, das ist mein Lieblingsspiel. Ganz ehrlich, schlimmer als auf
Arbeit gehen und mich vom Chef anmaulen zu lassen, kann Teletubbies Regenbogen-Wunderland oder wie das heißt, gar nicht sein. Dann spiele ich das halt mal für eine halbe Stunde, kann danach sagen, dass das Spiel Rotz ist und gut ist. Weißt du, ich als Spieletester muss ich ja schließlich auch einen Bericht schreiben. Und den Bericht kann ich dann schreiben, das Spiel ist der größte Rotz, den ich jemals gespielt habe. Naja, und wenn du einen Bug findest, der alle Texturen so umändert, dass das ganze Wunderland aussieht wie eine Hölle. Dann könnte ich sagen, und es hat einen tollen Bug. Spiel ist Rotz, aber es hat einen guten Bug. Wäre doch mal eine gute Kritik für ein Spiel, oder? Irgendwie schon. Das Spiel ist schlecht, aber die Bugs sind gut. Oh Mann. Weißt du, worüber wir reden könnten? Worüber denn? Über das Fangame, was wir gestern noch gezockt haben. Du meinst... I wanna be the Crystal, ja. Oh Mann, dieses Fangame. Erstmal locker mal eine Stunde an drei verschiedenen Stachelpassagen verbringen. Und dann den Boss besiegen, der ja an sich ganz interessant ist, aber also wir haben festgestellt in dem Fangame. Also ich kenne das Spiel jedenfalls nicht, wollte ich nur mal so sagen. Wir haben festgestellt in dem Fangame, die Entwicklung von Tratini ist Dragonir und die Entwicklung von Dragonir ist nicht Dragoran. Denn Dragoran ist das nicht gewesen, was das Vieh danach war. Nee, das sah wesentlich besser aus als Dragoran. Was ist ein Dragoran? Achso, kennst du das nicht mal? Er kennt Pokémon allgemein nicht. Also ich glaube, er kennt ein Pikachu, aber das findet er scheiße. Musst dir ungefähr so vorstellen. Du hast einen Drachen. Der sieht eigentlich noch ganz putzig aus, mit großen Augen, Knubbelnase und so. Miniflügeln und Fett. Ja, genau. Okay. Der wird dann, wenn er sich weiterentwickelt, zu einem etwas größeren. Schaut schon recht mächtig aus, mit ja, so Perlen am anderen Ende des Körpers. Nein. Wenn, dann müsstest du. Du wolltest bei Tratini anfangen. Ich dachte, jetzt würdest du Dragoran beschreiben. Ja, aber ich wollte jetzt diese Entwicklung nochmal beschreiben, weil er die Vorentwicklungen dann auch nicht kennt. Und dann so ins. Ja, und dann das, ist so das erste ist so eine Art Schlange. Okay. Das zweite ist so eine Art besser aussehende Schlange. Das dritte ist plötzlich ein Drache in niedlich. Aha. Okay. Interessant. Was, weißt du, die ersten zwei Entwicklungen findet man ganz cool. Und das dritte möchte man da nicht mehr haben. Weil wenn ein Drache, dann bitte cool. Und nicht niedlich. Ich finde Dragoran in keinster Weise niedlich, ich finde ihn einfach nur plump und es wirkt auf mich irgendwie nicht sonderlich gefährlich oder... Ja, eben, das ist es halt. Das meine ich ja damit. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal gesehen habe und mir gedacht habe, was ist das für ein Pokémon? Mir hat irgendwann einer gesagt, ja, das ist die Entwicklung von Dragonir. Hab ich den erstmal schief angeschaut. Ach ja. Okay, wie viele Pokémon gibt's denn überhaupt? Über 600 mittlerweile, oder? Über 700. Über 700 schon. Aha. Ja, ich kann nicht gerne die aktuelle Zahl nennen. Moment. Ich weiß nicht, Pokémon war mal interessant, aber es ist jetzt einfach nur noch eintönig. Ich mochte Pokémon ehrlich gesagt noch nie. Habe ich jetzt gerade
geboostet, ohne mich zu muten? Nein. Okay, gut. Wenn ich das richtig sehe, dann gibt es aktuell 720 oder 721 Pokémon. Hey. Mit Mega oder ohne Mega-Entwicklungen? Ohne. Mega-Entwicklungen sind ja keine extra Pokémon. Ich muss fast schon sagen, leider, aber ja, es ist halt. Ich sag mal so, es ist ein Konzept, bei dem schwache Pokémon stärker gemacht werden hätten können, es aber nicht wurden. Ja. Weil es halt einfach einen Haufen Pokémon gibt, die brauchst du einfach gar nicht hernehmen. Einfach weil sie nichts können. Das stimmt. Anstatt dass man denen eine Mega-Entwicklung gibt, damit sie mal irgendwas können oder ihnen überhaupt mal eine Entwicklung gibt. Nee, gibt man sie bloß wieder den Starter-Pokémon und diversen Pokémon, die halt von vielen Leuten gemocht werden. Ja, ich weiß nicht. Ich bin allgemein sowieso kein Fan von diesen Mega-Entwicklungen gewesen, weil ich bei 90% aller Mega-Entwicklungen irgendwie dachte, die sind hässlich. Ja, in vielen Fällen wurde halt einfach nur irgendwas, blöd gesagt, rangesteckt. Oder irgendwelche Körperteile wurden halt ein bisschen abgeändert. Weißt du, das Lustige daran ist, ich hab einen Kumpel, der hat mir erklärt, warum die Mega-Entwicklungen so aussehen, wie sie aussehen. Okay. Und zwar hat das, kannst du bei jeder Mega-Entwicklung das Aussehen darauf zurückführen, was für eine Art von Attacken das Pokémon besitzt und was seine Grundstärken sind und warum ist es demzufolge dieses Upgrade gekriegt hat. Und ich dachte mir dabei einfach nur, ja, aber hässlich geworden ist es trotzdem. Dem kann ich in vielen Fällen leider nicht zustimmen. Allein wenn man sich sowas anschaut, wie jetzt nochmal geheißen, dieses Drachen-Pokémon aus der dritten Generation. Brutalanda, genau. Ich weiß nicht, wie viele Verarsche-Bilder ich von dessen Mega-Entwicklung ich mittlerweile gesehen habe. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, was das für eine Mega-Entwicklung ist. Dann hat es einfach keine nicht mehr wirklich Flügel, sondern einfach bloß so sichelförmig am Hinterteil zwei solche roten Platten. Und ja, das wurde halt schon mal mit einem Bild verarscht, wo halt diese roten Platten dann einfach mal durch Croissant ersetzt würden. Moment, das muss ich mir jetzt mal Mega-Entwicklung angucken, einen Moment. Es sollte halt wohl irgendwie aussehen wie ein Jet oder sowas, aber es sieht einfach nur... Ja, ich kann verstehen, was du meinst, wenn ich die Mega-Entwicklung sehe, die sieht ja ultra scheiße aus. Die von Fleckmann ist noch eine Ecke schlimmer, ist eigentlich ziemlich tragisch, wenn man sich mal genau überlegt, was die Mega-Entwicklung eigentlich ist. Okay, Moment. Fleckmann. Weißt du, wie Fleckmann eigentlich entsteht? Ja, nein. Nein, ich meine nicht Fleckmann. Die Weiterentwicklung. Wie hieß denn die nochmal? Lamus? Lamus, genau. Oder Lashoki. Nee, ich meinte Lamus. Lamus. Mega. Ach du Heilige. Oh Mann. Ich denke mir da halt einfach nur, okay, ich habe dasselbe Prinzip genommen wie vorher bei der Entwicklung. Nur, dass Fleckmann halt jetzt quasi tatsächlich schon verdaut wird. Wie ist das dann noch? Aber, müsste es dann nicht schwächer werden? Nee, siehst du, dass da noch fröhlich ist dabei. Oh mein Gott. Ich verstehe halt nicht, wie man auf sowas kommen kann. Oh. Mega-Entwicklung, please! Warum tut ihr mir das an? Ich weiß überhaupt nicht mehr, was Sache ist, aber okay. Kannst du mir mal sagen, wonach er suchen soll? Oder ihm schicken, wie auch immer. Ja, warte Moment.
Es gibt halt bei den Pokémon haben sie bei der neuesten Generation haben sie solche Steine eingeführt, mit denen kannst du bestimmte Pokémon nochmal weiterentwickeln, in Anführungszeichen. Und das geht halt nur bei bestimmten Pokémon. Und ein paar der Pokémon, die haben halt eigentlich immer geschaut, dass sie das Pokémon dann immer optisch so ein bisschen in die Richtung erweitern, was halt für Attacken hat. Und jetzt sind halt da ein paar dabei. Das sieht die teilweise richtig scheiße aus. Ich hab dir jetzt mal die Seite verlinkt, wo du die Mega-Entwicklung siehst. Da siehst du links das die Originalform und rechts daneben siehst du die Mega-Entwicklung. Den habe ich übersehen. Ich muss ja zugeben, also es gibt nicht viele Mega-Entwicklungen, die ich mag. Aber ich mag zum Beispiel wirklich die Glurak-Mega-Entwicklung. Welche? Beide. Aha. Die X und Y, die sehen beide cool aus eigentlich. Dazu kann ich ehrlich gesagt überhaupt nichts sagen. Für mich sehen die eigentlich alle fast gleich aus. Ja, die Mega-Entwicklungen fügen halt zum Aussehen wirklich nur ein bisschen, naja, okay. Bei den einen nur ein bisschen, bei den anderen zu viel hinzu. Ich muss sagen, bei Bisaflor ist es kaum zu erkennen. Ja, das stimmt wirklich. Bei Turtok würde ich mir wünschen, dass sie es einfach weggelassen hätten. Diese Kanone muss doch echt nicht sein, oder? Ja, sie hätten sie sich wenigstens so gestalten können, dass... Oder was ja am meisten daran kritisiert wird, ist ja, dass er die Kanone nicht benutzt. Das ist doch die... Okay. No comment. Bei Bibor, was bitte ist das? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Bei Taubos... Okay, das sieht gar nicht mal so schlimm aus. Sieht zwar eigentlich relativ gut aus. Meinst du? Ja, warum? Ich weiß nicht, bei Taubos... Das sieht für mich dann nicht wirklich stärker aus, muss ich sagen. Ja, aber es sieht auf jeden Fall... auch nicht schlecht aus. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, die Mega-Entwicklung sieht ultra scheiße aus, oder sie sieht ultra mächtig aus, aber sie sieht auch nicht ultra schlecht aus. Halt. Ja gut, ich sag's mal so, gegenüber bestimmten Mega-Entwicklungen kannst du jede Mega-Entwicklung ganz gut finden. Bei Mega-Simsala haben sie einfach den Bart verlängert und ihm noch mehr Teelöffel gegeben. Ja. Was ich so lächerlich finde. Also ich meine, Simsala fand ich cool vom Aussehen, aber das Mega-Simsala finde ich schön lächerlich vom Aussehen. Ich muss ja sagen, aus der Entwicklungsreihe finde ich immer noch Abra am interessantesten vom Aussehen her. Okay. Einfach weil, ja, Abra hat zum Beispiel die Augen geschlossen, da merkst du noch, dass sein Kopf halt eigentlich so eine Fuchsmaske sein soll. Okay. Bei den späteren Entwicklungen finde ich, ist das irgendwie ein bisschen verloren gegangen. Über Lamus haben wir ja gerade schon geredet, das wird irgendwie gefressen. Gengar wurde von cool zu scheiße. Ja, bei Gengar, ich verstehe nicht, warum das da zur Entwicklung dazu gehört, dass der quasi teilweise im Boden drin ist. Wegen Wegspiel. Fähigkeit, habt ihr das gemacht? Bei Kangama finde ich so irgendwie lächerlich. Der hat halt bloß sein Kind draußen. Wow. Das ist die beste Mega-Entwicklung der Welt. Ja, ist doch toll, oder? Merkt man richtig, dass er stärker ist, weil das Kind jetzt mitprügelt. Bei Pinsen. Also ich weiß nicht, wenn ich es mal von hinten sehen würde, ich sehe es jetzt nur von vorne, aber irgendwie... Ich kann nicht einschätzen, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll. Ja,
Ja, Pinsir, sag ich mal, habe ich vorher nicht wirklich als Insekt wahrgenommen, weil es einfach zu groß war. Und in der bei der Mega-Entwicklung, ja gut, du merkst halt jetzt wirklich, dass es ein Insekt sein soll, aber... Ja, irgendwie... wirkt es auf mich auch nicht so viel bedrohlicher. Garados ist... Garados hat einfach zu viel gegessen in der Mega-Entwicklung. Ja, ist einfach fett geworden. Ja, nach mir sieht es ja nicht aus, tut mir leid. Ja, Garados finde ich ganz okay. Wobei es auch primär so aussieht, als hätte es einfach ein paar Steine angesetzt. Ja. Und bei Mewtwo sage ich gleich, beide Entwicklungen sind scheiße. Y, sag ich mal, geht gerade noch so, aber X, wenn ich es jetzt gerade richtig rum habe, finde ich auch furchtbar. Also Y ist das mit dem langen Kopfschweif. Ja, die finde ich geht halbwegs, aber die andere, die finde ich absolut hässlich. Wow, wie ging das? Ja. Also ich finde beide nicht sonderlich toll. Eigentlich finde ich sogar Y noch schlimmer. Ich muss sagen, ich finde halt das originale Mewtwo hatte, das hatte halt so einen Badass-Stil. Das X, das wirkt halt wie das originale Mewtwo bloß in Scheiße. Und das Y wirkt so wie. Eine Mischung aus Freezer und Kid. Trifft's erstaunlich gut. Ampharos hat längere Haare. Ampharos, ach ja. Kein Kommentar, dieses Pokémon würde ich niemals als Mega-Entwicklung einsetzen. Was ist das denn, Mega-Stalus? Was haben wir da angestellt? Stalus mochte ich früher total gerne. Ja, ich auch. Was ist das? Was haben sie bei Stalus nochmal gemacht? Ich erinnere mich gerade nicht. War das nicht auch so, dass der dann irgendwie ein bisschen aussah wie so eine Raumstation? Ja. War schon so, ne? Ja. Sherox ist schon cool, Metallkäfer zu Robocop. Fand ich auch nicht sonderlich gut, die Entwicklung. Nee, die finde ich auch scheiße. Scaraborn wird zu Kabuterimon. Erstaunlich viele haben ihre Mega Scaraborns tatsächlich in irgendwas in der Richtung benannt. Es ist halt so. Ich habe das schon x-mal erwähnt. Wenn du den Digimon-Anime von der vierten Staffel von dem einen dicken Typen in der Beast-Form betrachtest. Und das mit Mega-Scaraborn vergleichst. Du hast das Gefühl, du guckst dasselbe Vieh an. Ich weiß schon, was du meinst. Na, sorry. Passt schon. Nicht so tragisch. Mega-Hundemon ist okay. Ja, wobei ich mich da auch frage, mit einem Großteil von dem, was zugelegt hat, macht's halt nix. Oh, na ja, stimmt schon. Mega Despot, ja, ich weiß nicht. Das hat Stacheln gekriegt an Stellen, wo sie nicht nötig sind. Ich verstehe das Teil nicht. Das ist genauso erwartet wie Mega Stollos. Naja, so weit bin ich ja nicht. Mega gewaltlosen Tannenbaum. Muss ich nichts mehr zu sagen. Mega Logo. Es tut mir leid, ich kann leider gerade überhaupt nicht das Geringste dazu sagen, weil ich nicht die leiseste Ahnung habe. Und dazu auch, ja. Ist jetzt. Mega Logo finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Ja, sollte man vielleicht irgendwo ein Thema finden, wo Simon wieder mitreden kann. Ist auch ein bisschen blöd gerade, stimmt schon. Es gibt ja auch noch einige. Ich
will euch jetzt nicht in eure Themen reinreden. Ich will euch jetzt nicht irgendwie da unterbrechen, also. Nee, aber bringt ja auch nichts, wenn du jetzt bei dem Thema trotzdem wieder nichts sagen kannst. Ja, tut mir halt leid. Vielleicht könntest du einfach so von der Ästhetik her eine Meinung dazu abgeben. Für mich sieht das alles fast gleich aus, was ich da sehe. Und ich bin jetzt auch nicht der große Pokémon-Fan, deswegen weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Naja, dann beenden wir das Thema relativ schnell. Ich sag jetzt bloß noch die meine Greatest Hits von wegen, was haben sie damit angestellt? Also, da hätten wir Mega-Sumpex mit, es ist ein Bodybuilder geworden irgendwie oder so. Es hat zu viel Steroide genommen. Dann hätten wir Mega Zubiris, es hat jetzt einfach einen. Also es hat erstmal seine Diamantenaugen gegen Rubinaugen getauscht. Warum auch immer, jetzt ist es weniger wert. Und hat einen Riesenrubin als Schutzschild. Yay. Wusste ich, Feige dann dafür kriegt, weil er größer ist. Flunkief hat einfach zwei Mäuler. Wow. Mega Voltenso. Muss ich nicht sagen, oder? Nee, nicht wirklich. Ich mochte das Pokémon vorher schon nicht und dann Mega-Entwickler dachte ich mir nur. Mega Tuhaido, ist das jetzt eine Maschine oder was ist das? Keine Ahnung, sie haben irgendwie versucht, ein Pokémon zu retten, das von vornherein schon schlecht war. Mega Kamoru, oh Gott. Das ist ein Kamel, auf dem ein Vulkan ist. Ja. Das mit war's. Fell drauf, das nicht. Naja, war es vorher recht viel mehr? Ja, vorher hat der Vulkan. Vorher sah es nicht so scheiße aus. Banette. Genauso scheiße. Für Nontor, was ist das? Mega Brutalanda, haben wir vorhin schon gesagt. Für Nontor muss ich auch sagen, hat mich arg enttäuscht, die Mega-Entwicklung. Ich mochte Firn und so vorher wirklich gerne. Metacross war viel cooler, wenn es noch am Boden war. Latias und Latios haben keinen Unterschied mehr. Ja, jetzt sehen sie halt noch mehr aus wie Jets. Oder vielleicht sogar noch wie weiterentwickelte Schwimmhilfen oder so. Meine Greatest Hits von wegen, was haben sie damit angestellt? So, jetzt brauchen wir wieder ein Thema, wo wir drüber reden können. Simon auch mitreden kann. Yep. Ja, tut mir leid, wenn ich euch aufhalte damit. Wenn ihr eure Themen nicht wegen mir nicht rechtzeitig zu Ende bringen konnt, ist es ja auch irgendwie blöd. Nö, wir haben sie ja jetzt zu Ende gebracht, das passt schon. Ihr könnt gerade echt froh sein, dass ihr keine Übertragung habt. Wieso? Weil ein paar Tode von mir schon echt zum Weinen sind gerade. Oh. Ich hab Schlimmeres gesehen schon. Das ist Fortschritt erreicht. Abgesehen von dem, dass ich vorhin durch den Tunnel ein bisschen weitergekommen bin, leider nein. Hast du die Tunnel nochmal erreicht? Bis jetzt nicht, weil die Donnerkugeln bisher dann immer recht blöd geflogen sind. Und ich halte mich halt jetzt ziemlich arg zurück, auf ihn zu schießen, wenn der Laser gerade abgefeuert wurde. Damit ich keine Projektile mehr von ihm erwarten muss. Das ist vielleicht auch keine so schlechte Idee. Mache ich halt weniger Schaden insgesamt an ihm, aber ich kann halt dafür die Elektrokugel wenigstens ein bisschen anfangen zu lenken. Ja, du besiegst ihn schon. Das ist auf jeden Fall schon eine bessere Strategie als ich töte mich selbst, indem ich mich einfach mit Projektilen beballere, die ich selbst auf ihn schieße. Tja, die ganzen Fehlernamen, so langsam klären sie sich ja. Ich sehe nicht so, dass sie ewig bleiben. Besser spät als nie. Ich kann es dir auch nur sagen, dass ich halt, ja, das sind halt so Dinge, die hätte ich dir halt schon viel früher verraten, wenn
weiß ich schon, aber... Das wäre wahrscheinlich auch im Sinne von manchen Zuschauern, aber... Da habe ich halt doch dann so ein etwas, so ein komisches Etwas, das man fast als stolz bezeichnen könnte, wäre es nicht so seltsam geformt. Ja, aber ich muss persönlich sagen, also ich weiß nicht, was ist, also ich weiß nicht, was daran schlimm ist, wenn man über sowas informiert wird. Es ist ja eigentlich nur eine nette Geste, dass man über etwas informiert wird, oder sehe ich das jetzt falsch? Ja, du musst, nee. Du musst es so sehen. Manche Leute haben halt Spaß daran zu rätseln, wie so ein Boss, also den Boss auszurätseln, wie er funktioniert. Das ist zum Beispiel, ja, Boss-Taktiken lernen ist halt oft, gehört halt oft dazu. Und wenn jetzt so ein Boss eine Herausforderung darstellt, dann gehört das Lernen halt auch dazu. Das ist so ein Weg des Fortschritts, den du gerne als Spieler selbst erreichen möchtest, fühlst du dich einfach besser mit. Und naja, ich bin halt nicht so der Rätseltyp, deswegen kann ich das nicht so nicht so groß sagen, aber wenn du sagst, das ist so, dann ist das so. Ja, das trifft auch nicht auf jeden zu, dass die so denken. Ich bin eigentlich auch so jemand, der gerne etwas selbst löst. Aber ich kann es auch relativ schnell analysieren, das ist es halt. Bei mir passiert sowas im Gehirn alles automatisch, dass ich sehe was an und dann habe ich es schon zu 50% analysiert. Ja. Das hast du ja vielleicht an Rosenkreuzstilette schon ein bisschen gesehen. Ja, dass du, naja, da hätte ich dir auch gerne, dir das ein oder andere gerne erzählt, aber du wolltest ja nicht. Ja, aber du hast ja zum Beispiel gesehen, ich habe den Boss so und so besiegt und ich habe den Boss so und so schnell besiegt. Und du hast ja gemeint, das wäre ganz skillig gewesen. Ja, das war's ja auch. Ich habe ja nicht das Gegenteil behauptet. Eben, und da habe ich halt relativ... Also das habe ich halt gemeint. Ich habe halt relativ schnell verstanden, wie die Bosse funktionieren und so. Okay. Ich glaube, das Spiel hat mir gerade zu verstehen gegeben, dass ich es langsam für heute sein lassen soll. Wieso? Ach, weil gerade wieder so ein schöner Hänger bei Chaos war. Willst springen, gibt einen Hänger. Plötzlich ist Chaos noch ein bisschen näher dann, ja. Alles schon bekannt, alles schon passiert, reg ich mich nicht drüber auf. Naja, passiert doch. Du schaffst das noch, Xi, also ich hab da schon Vertrauen in dich, du machst das schon. Ja, wenn jetzt das mit den Elektrokugeln dann mal anständig hinhauen sollte und... Ich meine, bei dem Tunnel, ich weiß ja grundsätzlich, was ich machen muss. Es geht eigentlich primär darum, rechtzeitig zu reagieren. Das ist natürlich richtig, ja. Und natürlich halt eine gewisse Glückssache. Was für ein Tunnel? Bitte? Bei dem Tunnel? Nee, bei allem anderen. Also auch generell halt, dass man hinkommt zum Tunnel quasi. Aber ansonsten, also wie der Tunnel funktioniert, weißt du jetzt, oder wie? Den Tunnel, wie er grundsätzlich funktioniert, denke ich, habe ich soweit verstanden. Das habe ich auch vorher nicht unbedingt als so schwierig erachtet. Die einzige Sache war halt meistens, dass ich nicht gescheit reagiert habe und halt noch das Gefühl dafür gefehlt, sage ich jetzt mal, wie man durchkommt. Du willst gar nicht wissen, wie oft ich mir in den Kopf gefasst habe, als du bei dem Tunnel warst und dann dachtest, oh, das Schild ist so klein, ich denke, ich kann ihn jetzt treffen, schießt auf Solgrin und musst den Tunnel zubauen mit ihren eigenen Schüssen. Und ich dachte mir so, und dann sagst du, wie soll man denn das schaffen, wenn er noch Projektile auf einen feuert? Tja, jetzt wo ich's weiß, ne? Ja, ich sag, ja. Sag dir doch, das ist auch so ein Effekt, oder? Ja, ich denke, mir ging's als Co-Kommentator nicht viel anders an so einer Stelle. Ja, ja. Aber gut, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir dann die Folge für heute. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder bei Wannabe the Boshi. Ich bin der Xi. Ich bin der Simon. Bis dann, Leute. Ciao. Haut rein, ciao.